Wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Ach so. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Wenn ich nicht aufpasse, verzehrt mich ein Dämon. Okay. Also muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg. Yep. Nun, viel Glück dabei. Oh, danke. Wie heißt er eigentlich? Warte, ich muss noch mehr wissen. Wow. Heilige Scheiße. Wow. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert? Ich weiß, es ist der hinter der nächsten Ecke ist lauert. Okay. Mal gucken. Folge also. Nicht geklärt. Der Typ hat mich eiskaltblütig erschossen. Ist er meine ungeklärte Sache? Ja. 4 von 4 haben wir jetzt erreicht mit dem Geistermädchen. Kehre zum Tatort deines Mordes zurück. Okay. Okay, dann kehre ich da mal hin. Ah ne, genau, das hat ja eine andere Textur. Nur mal ganz kurz gucken. So, kommen wir hier lang. Halte, um zu rennen. Okay, rennen wir mal. So, zack. Stadt betreten. Ich will ja zurück zum Ort, wo wir umgebracht wurden. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Spiel schon jetzt sehr, sehr interessant. Ich mag solche Spiele. Bestimmt werden wir uns bestimmt auch so bei der einen oder anderen Szene erschrecken. Aber ich finde das Spiel jetzt schon großartige geil. Wexter, mit Beweisen herumhantieren. Oh, ich glaube, nee. Ich glaube, dieser Baxter. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann, du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Oh. Sir? Oh. Hey, Baxter, hey. Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar, ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja, es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach, bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Haben wir schon irgendwie gedacht. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nie, wann ich meine Facecam an oder wann ich die ausmachen soll. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Baba. Your Ernst? Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Manchmal weiß ich. Finde die Spur des Mörders. Ich muss hier alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Untersuchung beginnen. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen sie schon was. Also haben sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet.
Ich kenne die Stimme irgendwoher. Wäre gut zu wissen, worüber sie reden. Ja, gehen wir einfach mal hin. Ich muss sehen, ob sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ermittlung abschließen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die Besitzergreifen-Fertigkeit nutzt. Okay. Zoom. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Okay, wie kann ich jetzt... Kann doch gehen. E. So, mit den Angelkugeln getötet. Okay, so. Gucken wir uns mal hier die Zahlen erstmal an. Dann Overkill. Dann haben wir die Scherben in Stücken. Wir klicken gleich mal da drauf. Dann die Pistole, meine Ersatzwaffe. Mhm. Dann haben wir hier die letzte Zigarette von uns. Hier ist nicht. Oh, Besitz ergreifen. Gedankenlicht. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Mann, Ronan. Ich kann es mir gar nicht ansehen. Okay, ich will mal von ihr Besitz ergreifen. Wie sollen wir ruhig bleiben, wenn sie nicht mal ist das geil? Die Leute beschützen können? Ist das geil? Was sagst du sonst noch? Alles so außer Kontrolle. Ich will hier in ihn rein. Zum Glück bin ich kein Cop. Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Okay. Guck mal, wir können sogar hier rein. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Hallo. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Okay, das finde ich jetzt schon mega geil. Unglaublich. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Ich könnte nie ihren Job machen. Also, warte mal, wir gehen jetzt auf Verlassen. Hm, gucken wir mal, was er so... Ah ja, stimmt. Hier, Tee. Okay, das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. Forensik so schnell wie möglich. Mieter vermisst. Sandra Joy, einige Waffen am Tatort gehörten Ronan. Ja, hier. Was hat er über meinen Mörder? Hier, das hier. Mieter vermisst. Vermisste Mieter müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Welches ist die wichtigste Information? Gehörten Ronan. Okay, das ist jetzt... Was? Forensik so... Also das hier gehört auf jeden Fall dazu. Neuer Hinweis. Mordwaffen. Haben wir schon mal 6 von 8. Wir können ja schon mal gucken, was haben wir. Also, der Mörder hat meine Waffe benutzt. Warum hat er nicht seine eigenen Waffen mitgebracht? Dann haben wir Zigarette. Wie geht das mit dem Ansehen? Das verstehe ich noch nicht. Muss ich zugeben. Weil ich drücke ja auf links, aber da steht ja da nichts oder so. Patronenhülsen. Mein Tod, also... Okay, mit Enter dann immer. Also Zigarette. Meine letzte richtige Zigarette. Gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört oder so ähnlich. Meine Waffe. Meine Ersatzwaffe hat mir viel gebracht. Leider nicht. Zerbrochenes Glas des Fensters, aus dem ich geworfen wurde. Geschlagen aus einem Fenster geworfen und erschossen. Wer auch immer mein Mörder ist, er wollte mich ganz sicher tot sehen. Das stimmt. Und der Mörder hat mehrere Schüsse auf mich abgefeuert. Schamlos in aller Öffentlichkeit. Ja. Okay. Hier haben wir jetzt schon mal alle Informationen. Hast du hier was für mich? Die Jungs werden alles tun, was sie können. Okay. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Okay, du hast nichts für mich. Was ich tun soll, ich meine das. Warum? Okay,
Sei geduldig mit dir. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Oh, Q beeinflussen? Oh, was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen? Mein Tod... Das ist gesperrt. Warte, dann gehe ich nochmal zurück. Können Sie mich hören? Sie haben das heißt, aufgehört zu reden. Wir finden erst die... Sie haben aufgehört zu reden. Hallo? Und dann können wir auch noch... Also wir können auch von vielen Besitz ergreifen. Haben wir hier sonst noch Hinweise übersehen? Gleich hier oben irgendwie das Fenster, weil wir sind ja aus dem Fenster geflogen. Das glaube ich eher weniger. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier in die rein. Belauschen. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich verstehe es nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste Nähe. Du weißt wirklich nicht, was du solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Was für ein Arschloch. Ja, einer von uns, Arschloch. Ja. Nur meine Worte. So. Glockenmörder. Kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Wir haben 7 von 8. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Beeinflussen. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den in Ermittlungen gefundenen Hinweisen ab. Okay. Danke, Lisa. Er kommt doch nicht zum Tatort zurück, oder? Ich hoffe mal nicht. Das ist wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Wahrscheinlich. Was sagst du? Das ist unmöglich. Aber da ist es. Direkt vor meinen Augen. Okay. Gut, noch einmal. Dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Okay. Was ist mit dir? Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? What the fuck? Wenn ich das erzähle, glauben die Leute, es sei aus einem Film. Darf ich Fotos machen? Okay, 7 von 8. Welche Information fehlt uns noch? Kann ich hier so hochgehen? Ja. Geht. Aber nicht rein. Okay, lol. Ich komme voran. Kann jetzt nicht aufhören. Das wollte ich noch nicht mal. 7 von 8 Hinweisen. Irgendwas haben wir übersehen. So als Hinweis. Die Frage ist, was? Oder ist das jetzt hier mit der Frau? Also Q beeinflussen. So. Ah ne, wir haben alles 7. So. Was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Mordwaffen. Glaube ich nicht. Zigarette auch nicht. Glockenmörder könnte sehr, sehr gut sein. Meine Waffe nicht, Glasscherben nicht. Alter, das ist echt irgendwie, kann ich... So, nee. Patronenhülsen, mein Tod. Ich will mal... Das. Ich kam hierher... stimmt, wir können ja immer erstmal gucken. Also, was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Okay, wir können jetzt hier nochmal überall und dann gucken. Also ich glaube, das hier könnte das sein. Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Zielort des Mörders. Eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es war kein Zufall. Okay, damit haben wir 8 von 9. Okay, was fehlt jetzt noch? Verlassen? Nee, ich will noch nicht Ermittlungen abschließen, weil wir haben nur 8 von 9. Wie ihr seht, das heißt, irgendwas
12 von 13. Irgendwas. Weil hier haben wir ja alles. 4 von 4. Hier haben wir nur 8 von 9. Das heißt, irgendeine Sache übersehen wir. Die Frage ist, was? Irgendwas können wir hier noch in Erfahrung bringen. Die Frage ist aber, was? Also wir können nicht zum... Ich muss hier eine Spur finden. Können wir hier nochmal lang? Weil der Mörder ist doch hierhin geflohen. Ist hier vielleicht 16 Meter Ermittlung? Ja, ja. Aber okay, das heißt nur auf der Straße. Wir haben eigentlich alles gefunden. Also wir haben zwar alle Hinweise, aber bloß 8 von 9. Was übersehen wir? Ich stehe im Polizeiwagen auch gerade. Ich bin weg. Tschüss. Was übersehe ich? Weil sonst würde ich jetzt halt Q drücken zum Ermittlung abschließen. Aber ich... Ja, ich würde das jetzt einfach drücken. Ich weiß nicht, was ich übersehe. Deswegen... Vielleicht kommt das ja noch mit der neunten Sache. Bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Genau, das müssen wir herausfinden. Dafür müssen wir nach oben. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Das glaube ich auch. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Oh. Fantastisch. Vielleicht auch nicht. Das ist meine Chance. Ich muss ja. Stuart ins Gebäude folgen. Ja. Warte, ganz kurz. Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Das war 9 von 9. Ah, okay. Gut, dann, habe ich alles... Kann ich mich mit... Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Für alle? Ja, für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewinnst dich dran. Okay. Danke. Ah, danke. Hast du noch was? Warte nicht auf mich. Geh rein, solange du kannst. Okay. Danke. Betreten. Puh.